Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Es ist endlich soweit, die Alpha 3.3 ist im PTU. Mit der gestrigen CitizenCon ging das Update raus aus dem Kreis der Evocati, den ersten PTU-Testern, und wurde jetzt mehr Backern zur Verfügung gestellt. Allerdings, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, sind noch nicht alle Backer mit eingeladen, das PTU zu testen von der neuen Alpha 3.3. Das soll sich jetzt über Wellen erweitern, wie auch üblich, aber es soll relativ schnell gehen mit der Erweiterung, wenn sich der Patch jetzt als halbwegs stabil herausstellt. Denn dann müssen sie Stresstests machen, insbesondere zum Object-Container-Streaming, denn das ist jetzt mit drin. Anders als der ursprünglichen Ansage hat sich letzte Woche bereits entwickelt, dass CIG verkündet hat, dass Object-Container-Streaming wird doch in der Alpha 3.3 mit enthalten sein und nicht erst mit dem größeren Zwischenpatch der Alpha 3.3.5 dann dazukommen. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Großteil dieser neuen Netzwerkstruktur des Object-Container-Streaming drin. Ein entscheidender Teil fehlt allerdings noch, und zwar der, seitdem, an dem CIG schon seit langem rumdoktert und der immer noch zu Stabilitätsproblemen führt, dass das Spiel zu oft abstürzt, und das ist das Network Bind Culling. Diese Technik ist leider noch nicht vollständig mit drin, nur in Ansätzen. Sie wird noch nachgeliefert, denn hier, wie gesagt, kommt es noch zu Synchronisationsschwierigkeiten und eben der Schwierigkeit, dass das System momentan noch nicht ausreichend erkennt, was für Assets werden jetzt gebraucht, welche werden reingeladen oder müssen reingeladen werden, welche nicht, und das führt eben gerade zu Spielabstürzen. Bedeutet also, wir haben immerhin etwas mehr in der Alpha 3.3 jetzt drin, als wir ursprünglich dachten. Was auch noch fehlt und nicht drin ist, sind Hurston und seine Monde, sowie die zusätzlichen weiteren Truckstops. Wir haben einen drin, aber die anderen, die eben noch dazukommen, die fehlen noch, weil das System an sich, also das Persistent Universe, wie es ist in der Art, nicht vergrößert wurde, sondern aktuell in der 3.3 haben wir die gleichen Planeten bzw. Monde und Planetoiden wie Levski drin, die wir auch schon kennen. Das ist also jetzt insofern nichts Neues, sondern hier geht es vor allem darum, dass wir jetzt eine bessere Performance haben. Ja, und die hat sich schon deutlich verändert, muss man ganz deutlich sagen. Also ich habe selber bei den Aufnahmen zwischen 30 und 60 FPS gehabt, was für mein System und vor allem für dem Faktor geschuldet, dass auch OBS noch nebenbei mitläuft und auf der GPU und der CPU rendert. Ein sehr, sehr gutes Ergebnis, hatte ich bisher so noch nicht bei Star Citizen. Aber wenn ich so ins Spiel gehe und auch andere, mit denen ich hier mich gerade die ganze Zeit austausche, ins Spiel gehen, haben die zwischen 70 und 110 FPS. Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes für dieses Spiel. Es kommt oben drauf, dass man immer noch so Mikro-Lags, so Stotterer hat, die eben so Ladevorgänge darstellen, und das ist eben der Punkt mit dem Bind-Culling, das ist noch nicht drin. Dann sind auch diese Stotterer, die dann immer dazu führen, dass irgendwas gerade geladen werden muss, ins Sichtfeld kommt und dann stottert das Spiel halt, das soll dann sich eben auch noch verbessern mit der Zeit. Aber wir sind hier schon einen deutlichen Schritt voraus. Was haben wir jetzt also wirklich drin in der 3.3, jetzt aktuell im PTU? Wir haben auf jeden Fall neue Schiffe und davon eine ganze Menge. Wir haben also die Hammerhead drin, endlich das große Schiff, was ein Kriegsschiff ist, zur Verteidigung mit vielen Türmen ausgestattet, gegen Jäger und ähnliches, als Eskortschiff geplant, ist jetzt endlich im Spiel. Das war ja wirklich lange erwartet von vielen Leuten. Die Constellation Phoenix in ihrer überarbeiteten Form ist auch im Spiel und flugbereit. Die muss man sich auf jeden Fall dann mal angucken. Dann haben wir ein ganz, ganz neues Schiff. Da haben wir gerade eben im Hintergrund den Trailer gesehen, das Commercial, was dann auch nochmal selber in unserem Konzept-Sale-Video dann behandelt werden wird. Ich spiele es einfach nochmal rein, weil es so schick ist. Das ist die Annual Valkyrie, das neue Dropship, was jetzt reingekommen ist, und zwar nicht nur als Konzept-Sale auf der CitizenCon angekündigt und dann eben auch zum Verkauf gestellt, sondern direkt straight to flight ready. Das heißt, das Schiff ist bereits in der 3.3 drin und kann dort auch geflogen werden und sich angeschaut werden. Das heißt, es ist der erste Konzept-Sale, den wir haben in dieser Art, der zwar auch mit LTI und als Konzept angeboten wird, aber das, wo das Schiff quasi schon flight ready ist und eben nur noch spätere Überarbeitung braucht, wenn die Systeme dann angeglichen werden sollen. Ja, die überarbeiteten Mustang-Varianten sind drin mit dem ganzen Line-Up der Consolidated Outed Mustang in ihrer komplett überarbeiteten neuen Form. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Die Cyclone-Varianten sind endlich drin, das heißt, wir haben jetzt einen Turm auf dem Cyclone drauf, wir haben hinten die Raketen drauf, wenn ihr die Varianten habt, wir haben das Scanner-Deck und wir haben den Racing-Tumbrel-Cyclone. Alle sind jetzt da und spielbar aktuell. Zusätzliche Verbesserungen gab es dann eben bei den bemannten Türmen, die man jetzt testen soll, die jetzt Testing-Fokus sind in der aktuellen
PTU-Version, genauso wie die Loadouts von Schiffen, die neue Standard-Loadouts bekommen haben und dass man eben in Zukunft auch die Loadouts selbst nochmal testen soll und angucken soll. Und ganz wichtiger Punkt fürs Testing jetzt, wenn ihr ins PTU geht, Power-Management, Overpowering und Overclocking von Schiffskomponenten ist auch ein Fokus, der in jedem Fall reingekommen, übernommen werden soll. Aber das ist auch noch nicht alles. Wir haben das Face-Over-IP und Voice-Over-IP-System jetzt im Spiel. Face-Over-IP ist optional, dafür müsst ihr in den Optionen eure Kamera, also das erstmal insgesamt einschalten und dann eure Kamera kalibrieren. Dann werdet ihr einen kleinen externen Bildschirm geführt, wo eure Kamera dann angewählt wird und die muss sich dann auf euer Gesicht einstellen. Dann könnt ihr das Ganze nutzen. Außerdem gibt es dann eben diese 0+-Taste, die dazu führt, dass ihr mit eurer Party oder den Leuten, die in eurer Umgebung sind, kommunizieren könnt, in-game, das heißt Voice-Over-IP nutzen könnt. Funktioniert also tatsächlich und funktioniert erstaunlich gut. Weiter ging es dann über die Star Map und das Quantum Travel Planning, denn hier wird man in Zukunft eben Routen festlegen können. Das heißt, man wird auf diese Art und Weise die Star Map nutzen können, um eben eine eigene Reiseplanung zu machen und hier die Möglichkeit zu haben, eben nicht nur einen Jump zu machen, sondern eben gleich mehrere in einer Reihe angezeigt zu bekommen. Das ist noch, das ist zwar nutzbar momentan, aber die Star Map selber ist noch kaputt. Das bedeutet, hier fehlen noch User Interface Daten, die eingepflegt werden müssen, die jetzt im Laufe der PCU Phase nachkommen, damit das Ganze eben wirklich gut nutzbar ist. Ansonsten haben wir jetzt auch im Orbit von Yela und Levski tatsächlich Asteroiden, die, also Delamar, haben wir Asteroiden, die jetzt auf diese Art und Weise im Orbit abgebaut werden können. Das heißt, in den Asteroidengürteln rund um Delamar oder eben um Yela können jetzt endlich Asteroiden gemeint werden und zwar eben nicht mehr nur auf der Planetenoberfläche, sondern jetzt im Weltraum. Und außerdem gibt es eben eine neue Location, den Truckstop, den kleinen Truckstop, den wir bisher drin haben. Der ist übrigens unter dem Kürzel CRUL2, also Charlie Romeo Uniform Lima 2, zu finden auf der Star Map bzw. im Verse. Wenn ihr diese Location ansteuern wollt, dann müsst ihr danach suchen. Dort könnt ihr euch dann auftanken. Und die Cryastro Station ist verschwunden. Dafür gibt es nicht nur jetzt den Truckstop, sondern alle anderen Stationen im Weltraum. Das heißt, nicht nur im Weltraum, sondern auch auf den Planeten und auf den Monden, die groß genug sind. Also Port Elisa, Levski und Grimhex. Die können jetzt ebenfalls auf den Landepads selbst reparieren, auftanken und so weiter. Die bieten also jetzt diese Services an, wie eine ordentliche Raumstation das machen sollte. Da braucht ihr jetzt nicht mehr extra zu einer einzigen Cryastro Station hinzufahren oder hinzufliegen. Und dann, ja, wie gesagt, könnt ihr jetzt auch den Truckstop dafür nutzen. Außerdem gibt es jetzt die neue Mission, die Scramble Races. Auf diese Art und Weise könnt ihr dann eben mit an so illegalen Weltraumrennen teilnehmen und das sowohl auf dem Boden als auch eben im Weltraum. Auf diese Art und Weise kann man hier ein paar Sachen ausprobieren. Man sollte allerdings dazu sagen, dass hier noch einige Funktionalitäten fehlen. Das heißt, es kann sein, dass hier die Missionen noch nicht hundertprozentig richtig funktionieren in dem ganzen PTU. Und dann gucken wir mal, also wie sich das jetzt in Zukunft weiterentwickelt, aber da wird es auf jeden Fall noch weitergehen. Ja, und dann haben wir noch als großen Punkt, den ich jetzt noch herausheben will, die FPS Combat KI, das heißt das Kampfverhalten von den NPC-Gegnern, dass sie jetzt endlich im Spiel ist. Das heißt, es gibt jetzt Missionen und Orte, wo man auf NPCs treffen kann, die einen dann und aufs Korn nehmen. Und das zum Beispiel gibt es als Mission beim Security Point Post Korea. Das heißt, da muss man dann auf jeden Fall mal vorbeischauen, um zu gucken, wie sich diese KI so verhält. Also das jetzt erstmal so als ganz schnellen, groben Überblick über das, was wir jetzt aktuell in der Alpha 3.3 im PTU haben. Wir werden natürlich weiter berichten und gucken, wie sich das von jetzt aus entwickelt. Und natürlich könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben, wenn sich jetzt zum Beispiel über die Zeit ergibt, ja Mensch, es sind schon mehr Leute dabei, das ist ganz gut, dann kriegen wir das auf diese Art und Weise auch bestätigt und mit. Wenn jetzt jemand kein Subscriber oder Concierge ist und sagt, ey, ich habe jetzt doch Zugang, dann weiß man, okay, hier ist es schon weit weitergegangen, schreibt uns das gerne rein. Schreibt uns gerne rein, wie eure Erfahrungen jetzt so in dem First Look sind des PTUs, wie es bei euch läuft und was ihr so mitgekriegt habt und denkt daran, es ist nach wie vor auch hier PTU, das heißt, es ist noch nicht mal wirklich Alpha, sondern es ist noch in dem Vorstadium, um eben eine Alpha released zu werden. Hier sind also viele Dinge noch nicht gepolished, hier sind viele Dinge noch ein bisschen komisch und krude, wie das beim PTU so ist, aber ich kann euch sagen, die Performance
sucht schon mal ihresgleichen. Und das ist ja erstmal hier das Wichtigste. In dem Sinne viel Spaß jetzt mit den PTU-Testen. Wir werden weitermachen und weiter berichten und hören uns an dieser Stelle hoffentlich bald wieder. Wir freuen uns über euren Support, über abonniert den Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt. Unterstützt uns bei Patreon, das wird heute uns ganz, ganz besonders, wenn wir da Support kriegen. Und selbstverständlich schaltet wieder ein, wenn es heißt, see you on the flight deck. Sawyer out.